Heute möchte ich euch gerne von meinen beiden Lieblings-Yoni-Steaming-Kräutern erzählen. Und zwar ist das zum einen der Beifuß und zum anderen der Frauenmantel. Das sind die beiden, die ich, glaube ich, am häufigsten in meinen Mischungen mit drin habe. Und zwar beim Beifuß. Also der ist nicht ganz unbedenklich, sage ich mal. Also den würde ich auch nicht jeder Frau raten und dennoch erweist sie sich als total wertvolle Pflanze. Und zwar ist es so, dass der Beifuß ein bisschen abtreibend wirkt. Das heißt auf jeden Fall nicht in der Schwangerschaft, schon mal als Hinweis vorab. Und seine Hauptwirkung ist tatsächlich, dass es die Durchblutung fördert, also sprich halt auch eine Blutung einleiten kann. Aber der Hintergrund ist, dass es quasi das Becken durchwärmen kann. Also dadurch kommen einfach Kreislaufprozesse in Gang, es zirkuliert. Und gerade in einer Zeit, wo wir sehr viel sitzen und nicht so viel bewegen, gibt es etliche Beschwerden, die dadurch zustande kommen. Und da ist der Beifuß eine wertvolle Hilfe. Und was ich aber an dem auch so toll und genial finde, meines Erachtens ist der Beifuß quasi der Weihrauch Europas, sag ich immer gerne. Und zwar wurde früher schon der Beifuß auch immer wieder benutzt, um Ställe oder Wohnungen auszuräuchern, also energetisch zu reinigen. Und so in der Art kennen wir das ja aus der Kirche mit dem Weihrauch. Es soll irgendwas weggeschickt werden, was nicht mehr zu uns gehört. Und das, finde ich, ist mein stärkster Begleiter, zum Beispiel auch bei sexuellen Traumata oder einfach vergangenen Partnern, wo man das Gefühl hat, die kleben einem vielleicht noch unangenehm im System. Da ist auf jeden Fall der Beifuß mein Partner und ich bin in vielen, vielen Mischungen drin. Man kann ihn auch als Tee trinken, aber das ist natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Ja, und ansonsten der Frauenmantel, das ist so eine ganz andere Komponente. Er wird ja auch Marienmantel genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das Blatt kennt. Das ist ja so ein wunderschönes, aufgefächertes Blatt, was auch so samtig haarig ist. Und ich finde, es sieht schon fast aus wie so ein Mäntelchen, ja. Und der legt sich auch irgendwie so energetisch um uns rum und hüllt uns ein. Der hat was sehr Schützendes, was sehr Mütterliches. Der botanische Name ist Alchemilla, also es ist quasi der Alchemist unter den Heilpflanzen. Die Alchemisten früher haben sogar versucht, aus ihm Gold zu gewinnen. Und das ist eine von den Pflanzen, mit denen ich auch sehr lange in so einen meditativen Kontakt gegangen bin. Und ich fand es super spannend, dass es wirklich einen Unterschied gemacht hat, ob ich das getrocknete Kraut als Tee aufgegossen getrunken habe oder ob ich das frische Kraut als Tee getrunken habe oder auch eine Essenz daraus benutzt habe. Es hatte immer unterschiedliche Komponenten. Und ja, das ist für mich eine von den Pflanzen, die dazu beitragen, dass auch die ganzen Organe im Unterleib den richtigen Tonus wiederfinden. Also auch eine gekippte Gebärmutter kann sich wieder aufrichten, wenn sie die richtige Spannung findet. Ja, also es hat auch da mit diesem Ummanteln der Organe zu tun und ja, sich auszurichten. Und beide wirken halt hormonell ausgleichend. Kann man immer wieder unterschiedliche Sachen drüber lesen. Die einen sagen, es ist mehr auf der Seite, die anderen so. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Pflanzen, dass sie tendenziell schon eher beides bedienen und da, wo zu viel ist oder da, wo zu wenig ist, das in Balance bringen. Ja, also ich empfehle euch, euch mal damit zu beschäftigen, wenn ihr mögt. Wie gesagt, mit Behutsamkeit, mit Wachheit, immer auch die Nebenwirkungen lesen. Aber vielleicht seid ihr inspiriert, ja auch zu steamen und dann kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen.